Grüß Gott. In diesen Zeiten des Lockdowns merken Sie, wie bedrückend es sein kann, allein zu sein, vielleicht sogar einsam zu sein. Wir Menschen brauchen andere Menschen, nicht einfach viele, sondern ganz besondere Menschen, die uns nahestehen, die uns verstehen und die wir verstehen. Um solche Menschen wollen wir heute in ganz besonderer Weise beten. Ich wünsche dir einen Menschen, dem du vertrauen kannst und der dir sagt, was er fühlt und denkt, der dir Sicherheit gibt und Vertrauen. Einen Menschen, bei dem du dich geborgen fühlen kannst, was immer geschieht. Ich wünsche dir einen Menschen, vor dem du dich nicht verstecken musst, wo du sein kannst, wie du bist, mit Freuden und mit Fehlern, mit Lachen und mit Tränen. Ich wünsche dir einen Menschen, in dessen Nähe du ganz selbst sein kannst, dem du deine Angst und Zweifel immer offen sagen kannst, einen Menschen, der dir hilft auf deinem Weg. Ich wünsche dir einen Menschen, der dich wirklich liebt, nicht obwohl und nicht deshalb, nicht trotzdem und auch nicht weil, sondern ohne Wenn und Aber. Ich wünsche dir einen Menschen, der an Gott glaubt, mit dir gemeinsam an den Gott der Liebe, bei dem du dich geborgen fühlen kannst und getragen, auch in diesen schweren Tagen. Dieser Gott soll für dich eine bergende Heimat sein. Und darum wollen wir im Segen Gottes auch bitten, für sie selbst, und der Segen ist auch für den Menschen, an den sie jetzt gerade gedacht haben. Und er segne euch, der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.